Solange nur dieser Fehler nur da, dieser Grafikfehler nur in der Box auftritt, ist alles okay. Ja, und er tritt wieder in der Box auf und was war einer? Naja gut, solange das Spiel noch funktioniert, ist alles okay. Ach, und es regnet? Ach ja, stimmt, der starke Regen war ja. Also dieser... weiß nicht, ob das jetzt... Mal gucken. Ach doch, die Musik hört man auch, bloß dieses Hintergrundgeräusch ist ein bisschen komisch gerade. So, und jetzt haben wir nasse Bedingungen also. Na gut, wollen wir mal gucken, wie wir da so absteigen. So, wir müssen 1,46, 1,45 um den Dreh fahren. So, fliegende Runde gleich mal. Oh, und das. Okay, gut, ja, interessant, also wir haben jetzt wieder diesen Fail gehabt, den ich schon mal damals in der ersten Saison hatte, und ja, sehr gut, ich komme also nicht zum Qualifying fahren und muss mich mit Platz 24 begnügen, das ist schön, ich kann natürlich auch nochmal gerne nochmal neu starten, wir starten nochmal neu, Gesamtschaden, 100%. So, und ja, ich werde einmal kurz das Spiel beenden. Und wir sehen uns gleich wieder. Ich hoffe, denn funktioniert das Spiel wenigstens einigermaßen. Bis gleich also. Ja, dann bin ich wieder zurück. Ja, das Spiel scheint jetzt wohl erstmal gerade zu laufen. Ich hoffe es zumindest. Ich werde erstmal hier wieder Setup laden, bevor ich es wieder vergesse. Weiß wenn man nicht, was so ein bisschen mit... Ich hoffe auf jeden Fall, dass ich diesmal nicht diesen Totalschaden wieder habe. Button 1,44. Haltbild 1,44. Okay, ich muss auf jeden Fall. Ja, keine Ahnung, ich muss irgendwas fahren. Ich muss irgendwas fahren, damit ich nicht rausfliege. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Ach je. Und Dambrosio, was mache ich jetzt mit dir? Ich überhole dich mal, ne? Wollen wir mal gucken, was es so geht im Regen. Ja, das ist auch wieder ein doller Regen hier. Erinnert mich gleich wieder an Melbourne. Wirklich toll zu fahren ist das hier, glaube ich, auch wieder nicht. Da müssen wir eigentlich gar nicht. Ich muss bloß hier erstmal den Weber vorbeikommen, weil der so langsam fährt. Dann können wir über alles reden. Wer hat eigentlich dieses regnerische Wetter hier in dieser Saison bestellt? Wollen wir nicht einfach mal ein trockenes Wochenende fahren? Okay, 2 Sekunden vor Petrov. Jetzt gerade. Der ist 1. Jetzt Glock 17. 1,46,1. Also werden wohl immer zu neue Zeiten gefahren jetzt. Was mich auch nicht persönlich wundern würde. Das ist auch nass. So, wir fahren einfach mal hier auf Nummer Safe, auch wenn das auch noch nicht mal irgendwas bringt hier. Upsa. You're in the third place. Okay, gut, das sollte eigentlich so ziemlich ausreichen. Würde mich wundern, wenn ich jetzt deswegen nicht weiterkomme. You
seem to be losing a lot of time in sector 3. So, 1.43.7 sollte eigentlich locker ausreichen, um weiterzukommen. Ja, das ist locker. Platz 4. Great job, we're through to qualifying 2. Kobayashi ist 12. Ja, bist raus? Ist einer von den großen Leuten raus? Nein. 18. trotzdem noch hinter dem Besten. Ach, ja, müssen wir mal gucken. Da regnet es natürlich jetzt noch immer. Wird, glaube ich, die ganze Zeit nur noch regnen. Wäre der Zweite. Mal schauen, zum Qualifying. Ja, überall wird sich leider nicht viel ändern. I recommend taking the wet tires in the current conditions. Ha, werden wir schon irgendwie schaffen, jetzt in die nächste Runde. Sollte ja wohl nicht ganz so schwierig sein. Und ich werde auch im letzten Qualifying wahrscheinlich auch plus ein Stint fahren. So, die fahren jetzt alle 1.42. Ja gut, 1.45 muss ich fahren. So, fliegende Runde. Und ich komme bestimmt irgendwo im Verkehr raus? Nee, doch nicht. Ach, na gut, da vorne ist Verkehr. Da ist doch noch jemand. So, und... Ja, fast noch verhauen hier den Ausgang. Komm, ja, wow. Da verhau ich das Ding fast noch wieder. Mann. Erster Sektor sieht wieder gut aus, aber es sieht immer sehr gut aus. Das Einzige, was nachher stört, ist immer der letzte Sektor, glaube ich. Ja gut, ich gehe erstmal hier die komplett weite Linie. Da haben wir Heidfeld auf Platz 10, also eigentlich der direkte Konkurrent für mich jetzt gerade. Und davor ist noch irgendwie ein Red Bull. Ah ne, ein Dambrosius da. Deswegen ist das Spiel jetzt hier bloß so langsam. Dambrosius machen wir zum Platz hier, dankeschön. Ist ja zum Glück auch überhaupt nicht langsam gewesen. Unterwegs momentan. Aber der zieht auch nicht im Windschatten. Upsala. Na? Das sollte eigentlich ausreichen, sage ich jetzt einfach mal. Das sollte eigentlich locker ausreichen. You seem to be losing a lot of time in Sector 3. Sector 3. Oh, Kacke. Nein! Nein, ich bin etwa raus! Nein! Ich dachte, das reicht aus. Ach nö, Alter, das gibt's doch jetzt nicht ernsthaft, oder? Oh, da dachte ich, da wäre ich durch. That's it for us. We're qualifying. Kacke, Alter, Mann. It's just not our day today. Just one place inside the drop zone. Da könnte ich mich jetzt selbst jetzt mal aufregen, ganz ehrlich. Ich dachte, das würde ausreichen. Nix da. Boah, Kobayashi schlägt mich schon wieder. Oh nein, das gibt's nicht. Kobayashi, Qualifying 3 zu 0.